Baden, das ist unsere Heimat. Baden, das ist auch ein Lebensgefühl. Verbunden mit der Region, voller Genuss und Lebensfreude. So leben wir, so brauen wir unser Bier. Ganter, ein Bier wie unser Land. Unsere Brauerei hat eine lange Geschichte, geprägt von visionärem Unternehmertum, verankert in der Region. Seit Gründung der Brauerei durch Ludwig Ganter im Jahre 1865 haben wir stets die Zeichen der Zeit erkannt und unser Familienunternehmen den jeweiligen Erfordernissen angepasst. Tradition und Moderne sind für uns kein Widerspruch, sondern gelebte Philosophie. Seit 1877 steht unsere Brauerei am Fuße des Schlossbergs im Herzen Freiburgs. Mit dem radikalen Umbau und dem Wandel zur regionalen Biermanufaktur hat die Brauerei Ganter 2011 einen weiteren Schritt in die Zukunft getan. Die innovativen Anlagen setzen Standards bei Organisation und Technik. Unsere Ökobilanz überzeugt. Durch die Umstellung von Raumkühlung auf die Kühlung einzelner Tanks sparen wir bis zu 50% Energie. Zudem verbrauchen wir viel weniger Wasser. Ein Gewinn für die Umwelt. Modernste Technik, beste natürliche Rohstoffe und die hohe Braukunst unserer Braumeister bilden die Grundlage des guten Geschmacks der Ganter Biere. Das Wasser ist der Hauptbestandteil des Bieres und ein Geschenk der Natur. Unser Wasser entspringt den Quellen des Schwarzwaldes und ist von besonderer Qualität. Durchs Höllental fließt es ins Himmelreich und gelangt schließlich in die 20 Meter tiefen Brunnen unserer Brauerei. Das Braumalz gibt unserem Bier die Farbe und den Geschmack. Das Getreide stammt hauptsächlich aus regionalem Anbau. Die Hopfendolde gibt dem Bier sein spezifisches Aroma, den typisch herben Geschmack und die feste Schaumkrone auf dem frisch gezapften Bier. Die Hefe bringt die aus dem Malz hergestellte Bierwürze zum Gären. Sie ist eine unserer ganz wertvollen Arbeiterinnen und wird sorgsam von uns selbst kultiviert. Der Brauprozess beginnt mit dem Maischen. In der Maischpfanne wird das geschrotete Malz mit Wasser vermischt und danach auf verschiedenen Temperaturstufen erhitzt. Das aktiviert natürliche Enzyme, die in den Malzkörnern enthalten sind. Aus der wasserunlöslichen Stärke des Getreides wird so löslicher Malzzucker. Im Läuterbottich werden nun die festen Bestandteile der Maische von der Flüssigkeit getrennt. Nur die aus dem Läuterbottich abfließende Würze mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen gelangt in die Sudpfanne, wo der flüssigen Würze der Hopfen zugegeben wird. Nach dem Kochen in der Sudpfanne gelangt die Würze in den Whirlpool und danach in den Würzekühler. Anschließend wird die Hefe hinzugegeben. Nun kann die Gärung beginnen. Im Gärtank tritt die Hefe in Aktion. Sie wandelt den in der Würze gelösten Malzzucker in Kohlensäure und Alkohol um. Nachdem die Hefe ihre Arbeit verrichtet hat, wird sie abgezogen. Das sogenannte Jungbier ist fertig. Damit Sie nur bestes Bier genießen können, ist für uns die hervorragende Produktqualität das oberste Gut.
Nach einer Ruhepause von 4 bis 6 Wochen gelangt das Bier in der hochmodernen Abfüllanlage ins Fass. Die robotergesteuerte Palettierungsanlage beschleunigt den Prozess von der Fassreinigung bis hin zur Lagerung. Ganter-Biere stehen für Genuss und große Aromenvielfalt. Ein echtes badisches Trinkerlebnis. Denn Genuss ist Teil des badischen Lebensgefühls. Unsere Gastwirte sind weit über die Region hinaus berühmt für ihre hochwertige Küche. Wir sind stolz darauf, dass sie unseren Bieren das Vertrauen schenken. Manche bereits seit über 100 Jahren. So ist Ganter Teil der badischen Kultur geworden. Das ist unsere Heimat. Ganter, ein Bier wie unser Land.